Hallo, endlich geht es los mit Gathering Storm, mit dem neuen, dem zweiten Add-on für Sid Meier's Civilization 6. Erscheinen wird das Add-on am 14. Februar. Und zu sehen ist es ab sofort bei mir, Writing Bull, auf meinem YouTube-Kanal, bei dem deutschsprachigen Civ 6 Let's Player, der so viel und oft und so gerne zusammen mit seiner Schwarmintelligenz den vielen Civ-Zuschauern in meiner Community gemeinsam Civilization Let's Playt. Und Infovideos wird es auch etliche geben und ein Livestream und viele andere Livestreams und einen in München beim Publisher sogar bei 2K Games, doch der Reihe nach. Das hier ist ein Let's Play, das allererste, das wir machen mit Gathering Storm, mit einem der 8 neuen spielbaren Fraktionen, und zwar mit der Zivilisation der Inka, die ich sehr, sehr spannend finde, weil sie mit den Gebirgen Sachen anstellen können und mit den Terrassenfeldern, die sie drumherum erstellen können, die wirklich interessant sind. Sie können auch Gebirge, die schier scheinbar undurchdringlich erscheinen, durchqueren mit Tunnelgebäuden und können überhaupt einige sehr, sehr coole Tipps und Tricks haben sie drauf, wo man sich echt eine Scheibe von abschneiden kann, wenn man mal versucht, ein großes Weltreich zu errichten. Die Inkas werden wir Let's Playen. Viele Folgen bis zum Release, viele Folgen jeden Tag. Aber zunächst mal vorneweg ein Blick darauf, was uns kompakt das neue Add-on Gathering Storm bringen wird. 8 neue spielbare Fraktionen neben den Inka noch drin im großen Topf. Die Ungarn beispielsweise, dann die Maori, Kanada ist dabei mit vielen Boni für das Besiedeln von Tundra, von eiskalten Geländefeldern. Mit dabei die Osmanen, endlich wieder, die haben wir ja seit C5 doch sehr vermisst. Mit dabei die Phönizier unter der Königin Dido, mit sehr coolen Boni für das Besiedeln von Küstenfeldern, auch auf entfernten Kontinenten. Mit dabei die Schweden unter der Königin Christina, kann viel für Kultur sorgen, hat auch Vorteile im neuen Spoiler-Alarm mit Diplomatie-Sieg. Und mit dabei auch die Mali, die mit Gold sehr schöne Dinge anstellen können. Die nämlich können nämlich das, was andere Leute sich teuer erkaufen müssen, mit Produktionserträgen, das können die sich preiswert erkaufen mit Gold. Und mit dabei eben die Inka, die wir selber noch spielen wollen. Viele neue Features sind mit dabei, zum Beispiel, wie gesagt, schon der Diplomatie-Sieg dabei und der Weltkongress kehrt zurück, den wir seit C5 vermisst hatten. Das heißt, in fortgeschrittenen Zeitaltern ist es möglich, sich mit anderen Zivilisationen zu treffen, in so einer Art Vereinte Nationen, und zusammenzuhocken, Resolutionen zu verabschieden, Bündnisse zu schmieden und mit einer neuen virtuellen Ressource im Hausieren zu gehen, die heißt der Diplomatische Gunst. Damit könnt ihr, die könnt ihr ausgeben, um Resolutionen zu euren Gunsten zu beeinflussen. Die könnt ihr auch handeln auf dem diplomatischen Parkett, also so wie man sonst auch mit Verträgen handeln kann, mit Ressourcen oder mit Gold, könnt ihr auch mit dieser virtuellen Ressource der diplomatischen Gunst Handel treiben. Und ihr könnt sie halt ausgeben für Abstimmungen im Weltkongress oder auch für den neuen Diplomatie-Sieg, um Diplomatie-Siegpunkte besser ergattern zu können. Dazu später mehr. Diese neue Siegvariante wird erst ab der Moderne möglich sein. Ein anderes neues virtuelles Gut oder eine virtuelle Ressource, das ist der Groll. Was für ein schönes altmodisches deutsches Wort. Das ersetzt die alte Unzufriedenheit oder das, die Kriegsunzufriedenheit oder die Vorbehalte, die andere Zivilisationen euch gegenüber hatten, wenn ihr denen zum Beispiel den Krieg erklärt habt oder während ihr deren Ländereien besetzt habt oder einen Stadtstaat eingenommen habt, der Rest der Weltgesellschaft war euch böse. Das läuft jetzt etwas logischer und etwas feiner ab mit der neuen Ressource von Groll. Das läuft halt so ab, dass ihr Groll erwerbt, berechtigten Groll gegenüber anderen, wenn die euch zum Beispiel überfallen. Wenn ihr dann zurückschlagt, denen eine Stadt abnimmt, dann dürfen die nicht mehr so stinksauer sein, sondern müssen sie und die Weltgemeinschaft euch in einem gewissen Rahmen das auch durchaus verzeihen können und so weiter. Auch da schauen wir alles im Detail uns dann noch an. Dann gibt es vor allem, und das wurde heiß diskutiert, als Gathering Storm angekündigt worden ist, vielfältige Veränderungen rund um Natur, Umweltkatastrophen, Geländearten und um Klima, Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung und so weiter. Das heißt konkret, es gibt Umweltkatastrophen, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass ihr in der Moderne von den strategischen Ressourcen, die ab sofort endlich sind im Spiel, Treibstoff, Brennstoff für die Energie, die ihr für fortgeschrittene Gebäude in euren Städten jetzt aufbraucht, wenn ihr den Brennstoff zu sehr verfeuert und zu spät vielleicht in neue erneuerbare Ressourcen und in die entsprechenden Gebäude forscht und investiert, dann kann es halt passieren, dass die Polkappen schmelzen weltweit. Nicht nur deshalb, weil ihr euch unvernünftig verhalten habt, sondern auch, weil die Konkurrenz in der Umwelt herumgepfuscht habt. Polkappen können schmelzen. Die Geländefelder, die direkt an der Küste liegen, die können eventuell überschwemmt
verwandt werden in späteren, in der späten Spielphase halt. Es gibt auch andere Umweltkatastrophen, dann, die von Beginn an möglich sind im Spiel. Wenn er zum Beispiel an Flüssen siedelt, dann gibt es nicht wie bislang das normale Schwemmland, also ein Schwemmland, das auf Wüste draufgepackt ist, sondern auf Gras, auf Ebenen und auf Wüsten kann Schwemmland als Geländetypus drüber liegen. Und da kann es halt passieren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass der Fluss über seine Ufer tritt, das Schwemmland produktiver macht, weitere Nahrungserträge dort erzeugt. Falls ihr Vorfahren hattet im alten Ägypten, wisst ihr, was passieren kann, wenn der Nil regelmäßig überschwemmt und fruchtbaren Lös auf den neuen Feldern am Ufer hinterlässt. Das kann sehr gut sein, aber kann auch dazu führen, dass Gebäudebezirke oder Modernisierungen zerstört werden. Aber auch da habt ihr bestimmte Dinge, wie ihr vielleicht euch davor schützen könnt, mit Weltwundern oder mit Gebäuden oder womit auch immer. Also es gibt Umweltkatastrophen, nicht nur die Überschwemmung, sondern auch Vulkane. Wenn ihr direkt neben Vulkanen siedelt, können die auch hin und wieder ausbrechen. Auch das ist für die benachbarten Geländefelder potenziell fruchtbar, wenn da Vulkanasche draufkommt. Kann aber auch verheerende Schäden haben. Also auch da ein bisschen das Spiel mit dem Risiko. Seid ihr risikofreudig, wollt ihr dort siedeln? Oder sagt euch nur, ich gehe lieber auf Nummer sicher und möchte das nicht. Da gibt es viele neue taktische und strategische Möglichkeiten. Da gibt es auch einen weiteren neuen Geländetypus, nämlich geothermische Risse. Damit verbunden die Kontinente, die es auf den Zufallskarten oder auf den Szenarienkarten gibt, die waren bislang ja mehr so eine Art Gimmick. Die hatten nur bedingt spielerische Auswirkungen, vielleicht durch bestimmte Politikkarten, die dann, wenn man auf fremden Kontinenten siedelte, einem Boni gab. Das sieht jetzt alles auch ganz konkret in der Spielkarte aus. Also die Kontinente sind, wenn die aneinander stoßen, dann kann sich dort halt die Erde auf denen nach vorne, nach oben hin falten. Da können Gebirgszüge entstehen und da können auch geothermische Risse entstehen, die zum Beispiel extra Wissenschaftserträge generieren. Dann gibt es natürlich eine Fülle von neuen Weltwundern, die Golden Gate Bridge, Chichen Itza ist wieder mit dabei, viele neue Naturwunder sind im Spiel. Und in der Zukunft auch Science-Fiction-Elemente, neue Technologien und neue kulturelle Errungenschaften, die euch einen Science-Fiction-Touch reinbringen ins Spiel und auch neue Science-Fiction-Einheiten. Zum Beispiel ein riesiger Kampfroboter, den ihr bauen könnt, der scheinbar übermächtig ist, aber den auch die Gegenseite bauen kann. Das ist mal ein echtes Sci-Fi, ein Science-Fiction-Element. Das Spiel schauen wir uns jetzt gemeinsam an im Let's Play mit den Inka. Es wird auch viele Special-Videos noch geben bei mir auf dem YouTube-Kanal, wo ich die einzelnen Völker vorstellen werde, wo ich euch zentrale Spielelemente nochmal extra erläutern werde. Es gibt einen großen Livestream am 16. Februar, zwei Tage nach Release in München. Unsere Community, ihr und ich, wir sind zu Gast beim Publisher 2K Germany und werden mit 8:8, ich und 7 Leute aus meiner Community, werden vor Ort mit Kamera beäugt, zusammen ein Multiplayer-Match machen. Das große Release-Event des deutschen Publishers in Zusammenarbeit mit meiner Community für euch. Und viele andere Livestreams noch, die laufen zu den Terminen, die ich euch jetzt einblende. Tägliche Livestreams in den Tagen vor dem Release des Spieles, jeden Abend ab 19.30 Uhr, wenn wir ein anderes Let's Play mit einer anderen Zivilisation noch zocken, live parallel auf Twitch und auf YouTube. Und einen Hinweis noch, bevor wir loslegen und starten, falls ihr euch das Spiel holen wollt, es gibt es preiswerter bei Games Planet, bei meinem Shop-Partner. Regulär kostet dieses Add-on knapp 40 Euro, wenn man es zum Beispiel auf Steam kauft. Ihr könnt es preiswerter kaufen über meinen Shop-Link bei Games Planet. Und falls ihr es kaufen solltet, vor bis zum Release noch, also bis zum 4.10.2. als Vorbestellung, dann könnt ihr über meinen Community-Gutscheincode StormyDaniel das Spiel noch preiswerter bekommen mit einem Zusatzrabatt von 5%. Diesen Shoplink und den Gutscheincode und alles, was ihr dazu wissen müsst, um das Spiel auf nur noch von 40 Euro, knapp 40 Euro auf etwas mehr als 32 Euro runterzudrücken. All die Infos findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube direkt neben dem Video oder auch im ersten Kommentar, den ich posten und anpinnen werde. Jetzt geht es aber los mit unseren Inka. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir starten unsere Einzelspielerpartie mit den Inka auf einem relativ hohen, aber nicht auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen den Schwierigkeitsgrad Kaiser. Das ist der dritthöchste. Die beiden letzten Let's Plays, die ich hatte, habe ich auf Gottheit gespielt mit dem letzten Add-on mit Rise and Fall. Das ist der ultimative Schwierigkeitsgrad, aber wir wollen hier zusammen die Spielfeatures erstmal kennenlernen. Vielleicht auch nicht immer auf absolute Effizienz hinspielen, sondern auch mal alles erkunden. Dann haben wir auch noch ein Ziel vor Augen, wenn wir bei den nächsten Let's Plays noch ein wenig höher gehen. Dieses Ausklappmenü mit allen Anführern bediene ich jetzt mal nicht aus dem simplen Grund, weil die Entwickler mit Gathering Storm rausbringen 8
neue Zivilisationen mit 8 dazu passenden Herrschern und einen weiteren Anführer, querstrich eine weitere Anführerin für eine schon bestehende Zivilisation. Und letztere darf ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video ja veröffentliche, noch nicht spoilern. Deshalb gehe ich hier mal rein ins erweiterte Setup. Kann auch hier die Auswahlmenüs noch nicht ausklappen, aber mach stattdessen Folgendes. Ich lade mal, so wie ich mir das vorab schon mal definiert habe. Das sind die Inka, das sind die Spieleinstellungen. Und jetzt seht ihr alles, was ich vorbereitet habe. Wir nehmen natürlich alle neuen Zivilisationen. Auf jede andere neue Zivilisation wollen wir im Laufe des Spieles treffen und auf die Anführer, die ihnen vorstehen. Das sind der Reihe nach. Das ist hier Dido, die Gründerin von Karthago, die Phönizier spielt. Dann hier Cooper und seine Maori. Christina, die Königin von Schweden. Sehr schön für einen Kultursieg. Mansa Musa, der in Gold schwimmt, aber starke Produktionsmali hat. Mali, genau, er spielt die Mali. Dann Matthias Corvinus, erstmals überhaupt bei Civilization der Reihe vertreten, die Ungarn. Wilfried Laurier steht den Kanadiern vor, auch eine Premiere in der Civilization-Reihe. Und Süleyman und seine Osmanen sind mit dabei und gut geeignet, vor allem fürs Kriegsführen. Wir spielen auf Kaiser, wir starten in der Antike, wir starten auf normalem Schwierigkeitsgrad, nehmen alles so vor, was ist. Und hier ist ein neuer Reiter im Spiel, eine neue Stellschraube. Katastrophenintensität, die Wahrscheinlichkeit, wie oft Naturkatastrophen sich eignen. Wir nehmen hier mal den Standard, die Standardintensität, die die Entwickler uns vorschlagen. Und das wiederum ist übrigens eine Sache, die nicht den Schwierigkeitsgrad erhöht, ob wir rauf oder runter gehen, weil diese Wahrscheinlichkeit hier, die Gewalt von Naturkatastrophen, das betrifft einfach alle im Spiel vertretenen Fraktionen, egal ob es die KI ist oder wir, gleichermaßen. Macht das Spiel also nicht schwieriger oder leichter, was wir hier einstellen. Wir spielen auf einer Fraktal-Zufallskarte. Das ist mein persönliches Lieblingskartenskript, was immer sehr, sehr einzigartige Spielwelten liefert. Alles andere Standardeinstellungen und wir lassen alle Siegvarianten, die es im Spiel gibt und angeboten wird, drin. Unter anderem eben diesen neuen Sieg, den Diplomatie-Sieg. Hier steht im Tooltip, er zeigt der Welt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Nationen der einzige Weg ist zu einem gerechten und dauerhaften Frieden. Verdient diesen Sieg durch Respekt und den Weltkongress. Eine weitere friedliche Spielweise finde ich persönlich sehr cool. Weil auch schwieriger als der normale Herrschaftssieg, bei dem man alles platt machen und alle Hauptstädte der großen KI-Sieger einnehmen muss. Ich bin immer froh, wenn man eine zusätzliche friedliche Siegvariante hat. Kann auch gut sein, dass wir die anstreben. Ich will mich aber jetzt noch nicht festlegen. Wir schauen einfach mal, wie das Spiel sich entwickelt und gucken mal, wie die anderen auch mit uns umspringen. Alles klar, rein geht es. Viel Vergnügen. Pakakutek. Sohn der Sonne, Vater eines wohlhabenden Volkes in den luftigen Höhen. Mögen die Berge, die euch als Wege dienen, ein Wall gegen eure Feinde sein, denn wo andere vor Hunger schmachten würden, wächst eure Kraft. Sapa Inka, der die Erde erschüttert, wenn ihr stark und beharrlich seid, wird euer Name bis in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Unsere Inka haben die Möglichkeit, Berge, Hochgebirge, für andere unpassierbar und unbewirtschaftbar, aus ihnen Ressourcen zu gewinnen, Produktion zu gewinnen, später sogar Nahrung, vor allem dann, wenn wir die gescheit kombinieren mit Terrassenfeldern. Unserer einzigartigen Modernisierung, jedes Terrassenfeld, was neben einem Berg steht, bekommt das Terrassenfeld selber einen Vorteil und der Berg bekommt auch noch einen Vorteil. Das schauen wir uns aber nachher im Einzelnen an. Auf geht es, viel Vergnügen! Das ist vorab ein kleines Mini-Tutorial, in dem die wichtigsten Spielfeatures angezeigt werden. Ich werde euch ein Crash-Kurs-Video bringen, ein Tutorial-Video, wo ich alles zusammenfasse und außerdem noch ein paar weitere Infovideos, auch Infovideos zu den Völkern. Deshalb werde ich das hier mal überspringen. Wir beginnen mit einer Inspiration, einem Boost für den Außenhandel und für eine kulturelle Errungenschaft und so sieht unsere Spielwelt aus. Was neu ist bei Civ in meinen Augen, wenn meine Augen mich nicht trüben, das ist, dass diese Symbole hier, die Ressourcen anzeigen, ein bisschen größer sind. Und was hier neu ist, seht ihr auf einen Blick. Schriftzüge, die einzelnen
die wichtige Geländemerkmale automatisch benennen. In dem Augenblick, wo unser Volk sich ihnen nähert, neben diese Vulkane beispielsweise, hier ist ein Vulkan zu sehen, oder diese Gebirgszüge oder Flüsse, große Landschaften oder was auch immer, einen Namen an, der zur Geschichte unserer Zivilisation passt, der aus unserem Kulturkreis kommt. Das ist zum einen sehr schön fürs Rollenspiel. Man hat wirklich das Gefühl, man erkundet mit den Spähern eine Welt und benennt dann auch das, was man findet. Und ist zum einen auch ganz schön clever für das Spielprinzip selber, wenn man nämlich für das Spielerleben insofern, wenn man andere auf andere Namen stößt, die anderen Kulturkreisen zugehören, dann kann man so ein bisschen schon die Nase in den Wind halten und schnuppern und feststellen, oh, sind das vielleicht die Niederländer, die hier in der Nähe sind? Oder könnten das vielleicht die Deutschen sein, wenn ich auf den Rhein stoße? Oder wie auch immer. Und hier außerdem noch ein weiteres Geländemerkmal. Schaut mal hier, diese grünen Flecken, die hier beispielsweise auf dem Grasland drauf sind, das ist dieser neue Geländetyp, dieses neue Geländemerkmal, was über dem Grasland drauf liegt. Grasschwemmland ist hier. Grasebenen gibt es auch, Graswüste gibt es auch. Das hier sind die Gebirge, die nur für uns, sobald wir eine Stadt gegründet haben, Produktionserträge abwerfen, die wir besiedeln können. Luxusgut, direkt in unserer Nähe, Schokolade und Wein, sehr schön, da können wir unsere Städte mit boosten, ein Vulkan direkt in der Nähe, da haben wir sofort das neue gefährliche Spielfeature drin, das an Vulkanen Naturkatastrophen sich ereignen können und das auch an Flüssen Naturkatastrophen sich ereignen können, nämlich diese Überschwemmungen, alles direkt an unserer Startposition, so muss es sein, das gefällt mir. Wir packen uns unseren Siedler und könnten gleich direkt hier auch eine Stadt gründen. Viele Hügel in der Nähe, viele einzelne Gebirge und Flüsse, das ist für unsere Spielweise sehr schön. Das ist auch typisch für Civilization, dass sich die Startpositionen bei Zufallskarten oft anpassen an die Boni, die die jeweilige Zivilisation mit sich bringt. Also hätten wir mit den Kanadiern gestartet, wären wir wohl in klirrender Kälte gestartet, weil die da halt Vorteile haben und wir entsprechend mit Hügeln, mit Bergen und so weiter. Wir wollen uns mit unserem Siedler hier noch mit unserem Krieger noch ein kleines Stückchen bewegen, vielleicht auf einen dieser Hügel drauf klettern und gucken, was hinter der Kuppe liegt und entdecken nicht allzu viel Wüste im Hintergrund, noch mehr Berge. Das ist ein guter Standort, mutmaße ich mal. Und an Ort und Stelle wollen wir unsere allererste Stadt gründen. Und sofort heißt es, dass das Inka-Reich Geschichte schreibt und so viele Zeitalterpunkte auf einen Schlag. Wunderbar. 4 Zeitalterpunkte dafür, dass wir als erste große Zivilisation den Kontinent Kalaharia betreten und entdeckt haben. Dann hier zu sehen noch, die Bürger von Cusco leben sich in ihrem neuen Zuhause ein und behalten den nahegelegenen Fluss misstrauisch im Auge. Dann hier, keine Sorge, sagen die Bürger von Cusco, jeder Berg spuckt manchmal ein bisschen Rauch oder wir haben einen Vulkan in der Nähe. Das gibt uns einen Zeitalterpunkt und weil wir einen Fluss in der Nähe haben, der überschwemmt werden kann, bekommen wir für diese riskante Spielweise jeweils einen Zeitalterpunkt spendiert. Und das bedeutet, dass wir uns in der Leiste der Zeitalter, der Epochen auch schon weit voran bewegen. Achtung, hier hat sich einiges getan, hier hat sich einiges im Interface umgruppiert. Wir finden den Zeitalterfortschritt nicht mehr ganz rechts, sondern hier in der Mitte. Hier haben wir 6 Zeitalterpunkte bekommen, 12 müssen wir erreichen für ein normales Zeitalter, 24 für ein goldenes, was nach dieser Epoche folgen würde. Das kennt ihr alle schon von Rise and Fall. Neu ist dieses Bildschirmelement eine Liste von Berichten. 3 Berichte, die waren vorher in der Bildmitte links oben, ungefähr hier. Die sind jetzt hierhin gewandert. Das sind die Dinge schon, die ihr schon kennt. Zufriedenheit in den Städten, die Ressourcenverwaltung und so weiter. Dann gehen wir in unsere Stadt rein und jetzt seht ihr auch eine Besonderheit, die ich super cool finde. Erstmals überhaupt bei Civilization 6 und endlich gibt es eine Bauschlange. Wir können eine Reihe von Einheiten, Gebäuden oder Projekten einstellen und in welcher Reihenfolge die dann abgearbeitet werden müssen. Total praktisch. Wir müssen nicht immer bei jedem einzelnen Bauobjekt uns überlegen und merken, was soll denn dann das nächste sein, sondern wir können sofort schon Planungen erstellen und hier entsprechend einstellen. Das hier oben ist wie gewohnt der normale Bau mit Produktion, das Kaufen mit Gold oder das Kaufen mit Glauben, aber das ist halt neu, die Liste, und wir können die sogar erstellen für mehrere Städte. Aber das schauen wir uns später an, wenn wir mehrere Städte gegründet haben, wie das funktioniert. Ich hätte gerne als erstes einen Späher. Ich würde gerne diese Welt hier erkunden. Das ist nicht ganz so simpel, weil die Späher haben ja 3 Fortbewegungspunkte und in dieser hügeligen Welt sind die ganz rasch aufgebraucht.
über einen Hügel gezogen, danach der nächste Hügel und schon können wir gar nicht mehr ein Feld weiterziehen und hätten eigentlich schon mit einem Speer ziehen können, aber trotzdem möchte ich das mal machen. Erstellen den ein. Die weiteren Sachen, da warte ich sogar ab. Ich nutze gar nicht die Bauschlangen, sondern gucke mal, wie früh wir auf Barbaren zum Beispiel stoßen. Wäre das der Fall, würde ich vielleicht eher einen Schleuderschützen einstellen. Stoßen wir in der Nähe auf große, weite Ebenen, würde ich eher einen Späher einstellen. Würde ich dagegen sagen, weder das eine noch das andere findet statt. Dann werden wir als nächstes Bauprojekt ein Monument einstellen und auf Kultur gehen und auf ein schnelles Wachstum unserer Geländefelder rund um die Stadt und einen schnelleren kulturellen Fortschritt. Okay? Nächste Forschung, die wir einstellen können, hängt ein bisschen auch immer davon ab, was man für Ressourcen und für benötigte Modernisierung hat in der Nähe. Wir brauchen auf jeden Fall Bewässerung, um hier zwei Plantagen zu errichten, um den Kakao anzuschließen, was auch ins Auge springt, natürlich Bergbau, um diese Steinressourcen anzuschließen und hier Steinbrüche zu machen. Rein in die Forschung. Und für die ersten drei, das kennt ihr schon, hat man keinen Boost. Ich gehe mal in Richtung Bewässerung. Auch Bergbau lockt uns, aber wir gehen mal in die Richtung rein. Was immer auch reizvoll sein konnte, wäre frühzeitig zu versuchen, eine eigene Religion zu gründen. Dann könnte Astrologie der nächste Schritt ebenfalls sein. Mal abwarten. Da könnten wir das Weltwunder Stonehenge bauen. Das könnte uns schnell einen großen Propheten spendieren. Aber ich gehe mal den Weg erst über Keramik und dann schauen wir weiter. Das sind die Zeitalterpunkte, die wir geschenkt bekommen haben. Wir haben hier ganz normal bei den kulturellen Errungenschaften, da ist die Auswahl klein, nur die Gesetzgebung. Ob wir danach hier drauf gehen oder dahin, das entscheiden wir später. Eine Runde weiter. Okay. Dann ziehen wir mit ihm Richtung Norden. Und schauen mal, was das nächste Geländefeld wäre, das wir in Cusco dazu bekommen und ob die KI so baut, wie wir es gerne hätten. Das ist hier der Steinbruch, wird im Augenblick ausgewählt. Wein käme als nächstes, okay. Hier können wir nicht weiterziehen, in 5 Runden der erste Speer. Hier oben sind wir auf einer Ebene, landen hier, aber können in die Richtung nicht weiterlaufen. Hier ist eine lange Gebirgskette an der Wüste gelegen. Wir können unsere Spezialmodernisierung, das Terrassenfeld, nur bauen auf Hügeln. Insofern ist die flache Wüste hier gar nicht so geschickt. Vielleicht bleiben wir doch in der Nähe dieses Flusses. Wir bewegen uns mal erstmal Richtung Westen und halten hier Ausschau, was wir hier noch alles finden werden. Nochmal eine Runde weiter. Bewegen uns hier eins weiter und gucken, was wir hier finden. Über die Ebene kommen wir schneller voran. Okay. In 4 Runden der nächste Bürger. Und da passiert was. Barbaren tauchen auf. Wo sind sie? Ah, direkt südöstlich von uns. Und das könnte ein Grund sein, nach dem Speer dann tatsächlich zum Beispiel einen Schleuderschützenbau zu bauen. Speer funktionieren ja bei Civ 6 so, dass die in die Nähe unserer Siedlung, wenn die einmal aufgetaucht sind, sich das merken, wo ein Reich findet, dann zurücklaufen zu einem Barbarenlager, das sie entsandt hat. Und in dem Augenblick, wo sie dort auftauchen, spawnen, entstehen dort neue Barbaren. Das ist natürlich unschön. Wir laufen erstmal, ja, wir können auch auf der anderen Seite weiterlaufen, aber ich laufe mal hier weiter. Okay. Bewegen wir uns endlich mit etwas schnellerer Geschwindigkeit voran. Die nächste Luxusressource in unserer Reichweite. Und insgesamt sieht das gut aus. Viele Gebirge, daneben auch etliche Hügel, gut geeignet für diese Kombination von Hochgebirge und Hügeln, auf die wir Terrassenfelder draufsetzen können, die für uns so vorteilhaft sind. Hier ziehen wir weiter auf der Seite oder wir nutzen die Tatsache, dass wir ohnehin nur ein Feld ziehen können, um mal auf die andere Seite des Flusses zu ziehen. Ich mache mal Letzteres. Wir ziehen hier hin, ein Fluss bremst einen ja aus. Wir entdecken einen Bonusdorf hier oben und ihr seht wieder, wie schön das ist, dass hier alles nach uns benannt wird. Rio Putumayo, so soll dieser Fluss heißen. Das beschließt unser Krieger, der hier scoutet. In 2 Runden der nächste Bürger, Barbaren immer noch hier unten, waren mal aufgetaucht, ein Stammesbonusdorf oben, eine Runde weiter und ein Speer ist entstanden. Und mit ihm haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erst bewege ich mich mal mit ihm hier hoch, wir wollen natürlich auf jeden Fall das Bonusdorf dort oben entdecken. Ich ziehe nochmal, wir kommen ja ohnehin nicht über den Fluss rüber, ein Feld in die Richtung, können wir hier oben noch was aufdecken, ein Feld weiter zurück, nächste Runde ziehen wir hier hoch. Gehen rein
in die Stadt, schnappen uns unseren Speer, könnten entweder hier oben versuchen, diesen Gebirgspass neben dem Vulkan zu erkunden, oder wir halten mal im Süden Ausschau, ob wir vielleicht, ob wir mit dem Speer die Barbaren aufmischen können. Das eher nicht, aber da scheint die weitere Landschaft hier unten zu sein, deshalb laufe ich mit ihm mal auf die andere Seite und wir können auch sofort weiterlaufen. Und ich gehe mal hier hin. Auch hier alles schön umbenannt. Na, uns ein weiteres Luxusgut. Ein viertes. Zitruspflanzen. Vier verschiedene Luxusgüter. Das ist für uns nicht schlecht. Und in Cusco, in unserer Hauptstadt, könnten wir entweder einen Handwerker einstellen, um hier die Modernisierung voranzutreiben oder jetzt wirklich das Monument bauen oder auf den Schleuderschützen zu gehen. Wir werfen einen Blick in die kulturellen Errungenschaften, stellen fest, mit einem Handwerker, der hier drei Geländefelder produziert hätte, könnten wir die Handwerkskunst später boosten, dann schneller mit der Agoge-Karten die frühen Einheiten produzieren und auch schneller weitere Handwerker produzieren. Aber vor allem diese Militärkarte kann in der frühen Spielphase wichtig sein, um die Forschung schnell durchlaufen zu lassen. Brauchen wir den Boost? Den Boost haben wir, aber Außenhandel finde ich persönlich nicht so wichtig wie das. Das heißt, das könnte früh für den Handwerker sprechen. Andererseits können wir einen Handwerker nur dann verteidigen vor heranrückenden Barbaren, wenn wir mindestens eine Militäreinheit haben. Das wäre entweder den Krieger, wenn wir den zurückziehen, oder ein Schleuderschütze, den wir in unsere Stadt reinstarten und stellen. Und genau das mache ich. Ich nutze hier oben mal die Bauliste, stelle den Schleuderschützen als erstes ein. Schritt Nummer 2 wäre dann der Handwerker, der dann beschützt vom Schleuderschützen alles modernisiert. Nächster Schritt ist dann das Monument. So stelle ich mir das vor. Ob wir das auch wirklich so durchziehen, müssen wir warten. Wir können zwischendurch das auch hier hin und her schieben oder umstellen. Das ist nicht für ewig, aber das wäre ja der erste Schritt. Der erste Schritt. Und das ist jetzt auch die erste Folge. Macht euch keine Sorgen. Es kommt hier Folge um Folge, Schlag um Schlag. Das ist für mich der Titel dieses Frühjahrs. Und ich weiß, dass so viele Civ 6-Fans meinen Kanal in diesen Tagen aufsuchen. Und ich verspreche euch, wir machen hier zügig weiter. Ihr werdet viele Folgen von diesem Let's Play mit den Inka erleben. Und wenn ihr wollt, auch dieses, ich blende es euch nochmal ein, dieses preiswerte Angebot nutzen können, um euch Gathering Storm mit unserem Community-Gutschein preiswert bei Games Planet zu holen. Und viele Infovideos wird es auch geben. Bis bald. Liebe Grüße, euer WB.